Herzlich willkommen zur ersten Folge von Auf Tour. Ich war ja bis jetzt bei einigen Speditionen beschäftigt. Erste Spedition hat irgendwann Konkurs angemeldet. Zweite Spedition hat es dann Differenzen gegeben in der Belegschaft, wo ich dann gesagt habe, Burschen, wisst ihr was? Das, was ihr kennt, das kann ich auch. Ich kaufe mir einen Lastwagen, ich mache meine eigenen Touren auf eigene Rechnung. Das habe ich jetzt gemacht. Bin zum Scania-Händler gegangen. Der hat ein bisschen dumm da. Kein entsprechendes Angebot. Bin ich dann zum DAF-Händler gegangen und das Ergebnis seht ihr da im Hintergrund. Den hat er mir für einen guten Preis gegeben, den XF, den 105er. Die haben nämlich den bestellt gehabt mit Automatik, 12-Gang-Automatik. Beim Bestellen ist irgendwas in die Hosen gegangen, geliefert worden ist auf alle Fälle eine 12-Gang-Handschaltung. Habe ich gesagt, ist mir wurscht, die 12 Gänge, die jage ich haben schon durch. Jetzt habe ich es da. Ja, ist so. Die Burschen haben inzwischen geladen. Ich stehe irgendwo in Polen, in Sanok oder so ähnlich. Genau. Und habe Fracht gekriegt, die geht rauf nach Dänemark. Ich hätte einen Blödsinn gemacht. Die geht rauf nach Dänemark. Nach Holstebro. Wir werden heute gemeinsam, aber nur mehr fahren bis Krakau. Da werden wir den ersten Stopp machen. Da werden wir die erste Pause einlegen. Ich bin ja schon mit der Zeit schon relativ knapp hierbei. Mit der erlaubten Fahrzeit und da wollen wir nichts riskieren und schon gar nicht da irgendwo in Polen. Ja, ich würde sagen, wir starten unseren LKW oder schauen wir mal, wie der drinnen ausschaut. Genau. So. Ist wirklich tadellos ausgestattet. Schaut toll aus, wie gesagt, der Kunde wollte nicht, weil er gesagt hat, ja, wie Automatik, mir ist das gleich, wie gesagt, für einen guten Preis, machen wir das schon. Ja, und jetzt habe ich ihn da. Gut, dann starten wir nochmal. Genau. Und los geht's auf der ersten Fahrt. Die haben da wirklich Bodenwellen eingebaut, also das hätte man nicht glauben. Okay, was ist da vorne los? Da raucht es irgendwie ganz komisch. Schaut aus wie ein Unfall oder so. Mal ein bisschen aufpassen. Da steht der Rettungshubschrauber rechts. Uiuiuiuiui, da ist was passiert. Da ist was passiert. Ich hoffe nicht mehr. Nicht, wenn der Rettungshubschrauber da ist, wird das nicht so ohne sein.
Ja, unterwegs bin ich da auf der Pro-Mods, auf der aktuellen. Die Mods, die ich in Verwendung habe, aktuell sind alle in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, sofern es beantworten kann, mache ich das natürlich auch gerne. Vollkommen klar. Diese 12 Gänge schalte ich tatsächlich per Hand. Ich habe das so gemacht, dass ich die ersten 6 ganz normal mit der Haarschaltung mache und die nächsten 6 dann praktisch mit Range auf die zweite Schaltebene raufschalte. Und so komme ich auf diese 12 plus 2. Ja, DAF zieht eigentlich ganz gut. Das ist die 510 PS Maschine, mit der ich da unterwegs bin. Bin ich eigentlich absolut zufrieden. Ui, da muss ich nach links. Richtung Lublin. Das geht ja nur aus. Das KK schon angeschrieben, das finde ich gut. Wie gesagt, KK wird dann die nächste Pause gemacht. Na, der macht das super. Hey Kollege. Ja, du bist der klasse Bursch. Statt dass sie einfach weiterfahren, glauben sie, müssen anderen gefallen tun. Und das Gegenteil ist dann der Fall. Jetzt sehe ich auf die Autobahn, das passt.
Ah, da sitzt der Abendverkehr schon jetzt inzwischen. Das wird schon ein bisschen träger. CS nehmen wir uns. Hoffentlich fällt dem nichts her. Kann ich nicht brauchen. Oh, die Bremsen da, was ist da los? Dann kommt da schon unser Rostplatz. Noch diese Mautstelle. Ja, den haben wir jetzt natürlich übersehen. Dass der so knapp kommt nach der Raststelle, das war mir jetzt auch nicht klar. Bei der Meinung, der ist weiter hinten. Aber ich glaube, da kommt noch mal was. Dort werden wir dann, mit der Zeit geht es ja noch aus. Und dort werden wir dann die Pause machen. Genau, das ist der, den ich glaubt habe. Genau. So. Da wird übernachtet. So. Genau. Ja Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die erste Serie gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr bei der zweiten und bei den darauffolgenden Serien genau wieder so einschalten würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermi.